Das Ende einer Freundschaft? Du brauchst nämlich auch nie wieder Bro nennen, sondern finde ich das einfach nur so hinterlistig von dir. Seltsame Rituale. Und endlich die Erkenntnis. Wir sehen viel, das du nicht siehst. All das und noch viel mehr gibt es in der 12. Folge von Love Island. Woo! Doch Leute, bevor wir mit dem Video anfangen, unter bisher fast allen Love Island Videos ist immer der gleiche Kommentar oder die gleiche Frage aufgetaucht, die ich jetzt einfach gerne mal beantworten würde. Und zwar wird häufig gefragt, ob Hendrik noch Jungfrau war. Nein, in der ersten Folge wurde gesagt, dass Hendrik noch nie geliebt hat und deswegen in Liebesdingen noch Jungfrau ist. Die Leute, die ein Gedächtnis haben, das länger als 2 Sekunden geht, können mit der Aussage, die davor getroffen wurde, nun verknüpfen, dass das bedeutet, dass er noch nie geliebt hat. Ja. Und da ich jetzt anscheinend gerade ein paar Zuschauer gedisst habe, fangen wir besser mal an. Oh, Nachricht. Ich habe das Gefühl, die sind von diesem Nachricht rumgekreichert und nicht mehr ganz so begeistert. Naja, es ist Halbzeit, ne? Uns Liebe geht bekanntlich durch den Magen. Bereitet eurem Couple heute ein einzigartiges Frühstück vor. Naja, das kann jetzt nicht so schwer sein. Bisschen Kaffee kochen, bisschen O-Saft pressen, bisschen Pancakes machen. Was soll schon das Problem sein, ne? Grenzerfahrung. Sie erfahren dabei nämlich die Grenze ihrer Begabung. Haben die keinen Mixer oder Schneebesen? Vor allem der Teig wirkt auch viel zu dick und... Also ich würde keinen Mann haben wollen, der sowas nicht hinkriegt, ne? Das sind so Basics. Naja, während die Männer Frühstück machen, bereiten sich die Frauen auf ihre Weise natürlich für den Tag vor und besprechen dann natürlich dann immer Frauendinge. Ich finde, man sieht euch nicht so oft reden. Naja, so viel reden wir jetzt auch nicht wieder miteinander, ne? Was ich eigentlich ja schade finde. Hatte Natalia nicht vor ein paar Folgen noch gesagt, dass sie super, super glücklich mit Luca ist? Und da habe ich schon gesagt, die haben noch nie miteinander geredet, aber ja... Wenn das Körperliche stimmt, ist man ja schon mal super, super glücklich, ne? Ich mag es allgemein nicht, wenn Männer, die vergeben sind, feiern gehen. Ich finde auch, dass Menschen, die vergeben sind, nichts in der Disco verloren haben. Also meine persönliche Meinung ist ja, dass generell kein Mensch was in einer Disco verloren hat, weil Discos scheiße sind. Allerdings, wenn man doch Bock auf Discos hat, dann kann man doch als Vergebener trotzdem feiern gehen, wenn man da ein bisschen rumdancen will. Also man sollte schon Vertrauen haben. Mensch, Natalia, was ist das für eine Einstellung? Vor allem Luca war Animateur, der lebt ja davon und lebte dafür und findet das super geil. Da ist er bestimmt nicht der richtige Partner. Da die Jungs aber auch alle unter sich sind, spricht Hendrik mal das kleine Problemchen an, was er am letzten Tag hier von Aurelia erfahren hat. Und zwar, dass irgendjemand die Wahrheit über ihn ausspricht. Deswegen macht es mich umso saurer und umso erschütternder, dass irgendjemand gestern zu meinem Couple gekommen ist, als ihr meinte, dass ich Aurelia so verarschen würde. Ja, Hendrik, das hat nicht gut, dass Leute Aurelia sagen, wie es wirklich ist, ne? Das gehört sich auch einfach nicht, diese Asozialen. Luca hat die Situation aber kurz darauf richtig schön aufgeklärt und gesagt, hey, ich habe nur ein paar Worte mit Aurelia gewechselt, meine Meinung gesagt, dass ich das nicht mehr machen lassen würde und das nicht okay von dir fand, aber das war's auch. Und am Frühstückstisch sagt Aurelia dann wieder was anderes. Also Luca hat ein bisschen was anderes gesagt, aber... Ja, diese Aussage wird natürlich später wieder für Probleme sorgen. Da freuen wir uns schon drauf, oder? Aber auch bei Natalia und Luca läuft es dann nicht so gut, weil sie führen halt Gespräche und merken dann so, hey, wir passen irgendwie nicht zueinander. Wenn du anfängst zu schreien oder so, dann würde ich dich links liegen lassen und sagen, okay, komm morgen wieder, wenn du dich beruhigt hast, weißt du? Nerventraurig Natalia guckt, wenn sie hört, wenn sie richtig fett ausrasten möchte beim Streit und der Partner nicht auch ausrastet. Da ist sie aber baff, das gefällt ihr nicht. Interessante Haltung. Und übrigens solltest du dir auch ernsthafte Gedanken machen, ob du mit dieser... Alten da von ihm noch chillen willst, weil die will ganz offensichtlich auch hier provozieren für Stress sorgen. Ich finde, da hat Hendrik so recht. Also wenn wir jemanden in dieser Villa gesehen haben, der wirklich die Gruppe irgendwie provozieren will, dann ist es Natalia. Also wirklich, die ist ja einfach nur eine Hexe, ne? Ne, Hendrik? Ne? Oh Gott. Naja, und nach dem Frühstück nimmt das Drama dann halt auch seinen Lauf. Das ist so ein Dreister. Nein, leider doch nicht. Er war das. Dings hat es mir gesagt. Dings hat es gerade Hendrik gesagt. In dem Fall ist Dings halt wieder Aurelia gewesen. Es ist einfach schön, wie der den Namen immer noch nicht kennt nach 2 Wochen oder es immer wieder vergisst. Das ist wahre Liebe. Am liebsten würde ich die Kameras ausschalten, direkt auf den drauf gehen. Direkt einfach Kameras ausmachen. Deswegen habe ich gesagt, so möchte gern Boxer mal so zeigen, was ein Rechte ist. Hendrik, ich helfe dir gerne, dass du Luca zeigen kannst, was ein Rechte ist. Gern geschehen. Allerdings, kurze Frage, findet irgendjemand Hendrik in irgendeiner Form bedrohlich? Also, ich bin selbst eine Person, die sich niemals prügeln würde, aber selbst ich würde mir denken, Hendrik. Natalia wiederum hat natürlich immer noch ganz andere Probleme, und zwar dieses Disco-Thema. Das geht ihr echt auf den Zeiger, und das muss sie dann nochmal ansprechen. Samstag in der Disco rum, tanzt sein Arsch da wackelt, der vielleicht mal, oh, keine Ahnung, dass ich will vielleicht einen was... Mann haben. Wir merken uns also, Natalia möchte nicht, dass ihr Freund irgendwann mal in die Disco geht, das findet sie scheiße, aber sie hat auch gar keine Alternativen, also am liebsten hätte sie ihn einfach nur zu Hause, für immer. Im Wohnzimmer, auf der Couch, Chips essend, hot. Wollte ich fragen, ob du mir irgendwas zu sagen hast. Ob ich irgendwas zu sagen habe? Ja. In welcher Hinsicht? So Stichwort Daybetten. Stichwort
Daybetten. Das ist ja das dümmste Stichwort, was man zu diesem Thema haben kann. Stichwort Aurelia, Stichwort Streit, Stichwort irgendwas. Stichwort Daybetten. Henrik, würde das ja niemals in meiner Taburate-Gruppe, ne? Darauf hätte ich gar keinen Bock. Warum versuchst du da Feuer zu legen zwischen uns? Warum versuche ich Feuer zu legen? Ich gehe nicht zu ihr und sage, ey, Henrik ist ein Arschloch und Henrik macht das und das. Das muss man tatsächlich sagen. Das hat der Luca nicht gemacht. Ich meine, Henrik selber rennt immer mit einer Fahne rum, auf der steht, ich bin ein Arschloch und das und das. Und Aurelia bemerkt es nicht. Also, da bringt auch Luca nichts mehr, ne? Henrik zieht allerdings seine eigenen Schlüsse aus dem Gespräch dann. Dann brauchst du mich auch nie wieder Bro-Nennen, sondern finde ich das einfach nur so hinterlistig von dir. Erwähne ich mir mit ihm ein Bro sein? Also ich würde mich an Lukas Stelle jetzt richtig, richtig hart freuen. So ungefähr. Juhu! Ja! Und dann wegstolzieren. Allerdings, das Thema ist noch nicht ganz gegessen und bei einem großen Gruppengespräch wird das ganze Thema dann wieder aufgebauscht. Also, du hast mich halt zu dir gerufen. Genau. Und dann habt ihr beide halt so auf mich eingeredet und dieses, du bist so gutmütig, du lässt so viel durchgehen, lass dich nicht so verarschen. Wie angeekelt Aurelia diese Wahrheit wiederholt. So richtig, wie kann man nur sowas behaupten? Man will mich und meinen Hendrik trennen. Ja, das wäre mal schön, ne? Ich hätte das zu mir gesagt, ich? Dass er versucht hat, dich nein. mit Zunge zu... Nein, das habe ich nicht mal einmal gesagt. Nicht mit Zunge. Du hast doch gesagt. Weil das wäre einfach nur so gelogen, so. So, wir haben hier wieder Aussage gegen Aussage. Aurelia behauptet, dass Natalia gesagt hätte, dass Henrik sie mit Zunge küssen wollte. Und Natalia bestreitet das kategorisch. Nun hier, die Beweisaufnahme. Hat er so richtig krass mit Zunge geküsst? Nein, also mit Zunge gar nicht, null. Mm-mm. Ja, wer hätte es gedacht? Aurelia ist plemplem und bildet sich das nur ein. Vollkommen überrascht. Henrik und Aurelia jetzt aber gerade schon eben Schlamm auf Luca geschmissen haben, haben das anderen dann auch getan und sich gedacht, hey, Luca, du bist auch hier nur zum Fame sein, oder? Was Luca dann auch übrigens zugegeben hat. Er hat gesagt, die Liebe finden, Geld gewinnen und eventuell Instagram-Fame, um wieder Geld zu verdienen, was ja ganz cool wäre. Aber das finden die anderen halt nicht ganz cool, jetzt der dann unterstellt, dass die das ja auch so machen würden. Also ich gehe nicht mit der Intention hier hin, bekannt zu werden, Fame zu werden, Instagram-Follower zu haben oder sonst irgendwas. Aber das ist ja quasi gerade unter die Blumen unterstellt. Ja. In ungefähr 4 Wochen, Leute, werden wir sehen, wie Aurelia Abnehm-Tee, My Secret, Secret Lips und sonstigen Scheiß bewerben wird. Juhu. Glücklicherweise war irgendwann dieses ganze Gespräch vorbei. Es war auch unerträglich geworden. Es wurde Abend und Marc und Anna denken sich so, unsere komischen Rituale fanden die bis jetzt ja alle sehr seltsam. Wir legen mal noch einen drauf. Soll ich heute mal putzen? Komm, du hast gestern geputzt, ich putze heute. Nummer A. Und so langsam finde ich sie wirklich gar nicht mehr süß, sondern einfach nur noch weird. Also würden sie nicht gut aussehen, würde sich doch jeder denken, was sind das für komische super Weirdos? Was eine seltsame Doppelmoral ist. Und das ist doch jetzt so, oder? Bevor es allerdings zum Schlafen gehen geht, gibt es wieder spannende Nachrichten. Geht jetzt in den Garten. Dort erwartet euch der Baum der Botschaften. Oh mein Gott. Hashtag! Leute, vergisst nicht die Hashtags. Sie sind essentiell. Sie waren super unwichtig, deswegen los geht's zu den Botschaften. Allgemein, unsere Familien und Freunde, was sie denken. Dass wir die größten Larrys sind, die hier rumlaufen. Henrik, das denken nicht nur die Familien und Freunde von euch. Das denkt sich ganz Deutschland, aber hey. Deine beste Freundin Pia fragt dich, ist Anna überhaupt dein Typ Frau? Oh mein Gott, was die beste Freundin gefragt hat, ist ja eine unglaubliche... Oh mein Gott, was hat das zu bedeuten? Denkt sich dann Anna und reagiert ungefähr so. Ah, irgendwann muss das raus. Eben durfte Marc noch mit der Zahnbürste in ihrem Mund rumstochern und nun sowas. Niemand kann man mehr vertrauen. Was hat das zu bedeuten? Warum reagiert ihr so? Diese Frage ist doch total Quatsch gewesen. Wir sind gespannt, ob du Tim näher an deine süße Seele lässt und ob er Platz in deinem Herzen findet. Oh. Ich liebe euch. Lina wird mir einfach von Folge zu Folge sympathischer. Und wenn die mir am Ende dieser Staffel hier am meisten gefällt und ich ihr den Sieg gönne, raste ich aber aus. Weiter geht's. Deine beste Freundin Sina fragt dich, meint Lukas wirklich ernst mit dir? Das ist eine echt gute Frage. Und ja, diese eine Nachfrage führt dann auch zu dieser Reaktion. Ist das deren Ernst? Warum heulen die jetzt alle los, nur weil dann kurz was in Frage gestellt wird? Also, was ist mit denen? Wir sehen viel, dass du nicht siehst. Ja, Aurelia weint ja nicht, warum auch, weil das hat ja nichts zu bedeuten für sie. Weißt du, die einzige Botschaft, wo man sich wirklich denkt, hör drauf, Mädchen, passiert erstmal nichts. Aber bei den anderen ist Katastrophe. Ihr müsst noch mehr reden, ihr müsst noch mehr Zeit miteinander verbringen. Egal, was dann kommt, dann könnt ihr euch einfach auf euch verlassen. Danke für diesen Rat, Marc. Das Reden war doch bei denen das Problem. Die haben angefangen, miteinander zu reden und gemerkt, dass sie sich scheiße finden. Das ist doch das Problem. Reden ist nicht immer die Lösung. Ich habe gerade gesehen, dass ihr fertig seid. Genießt die Zeit. Ihr Sweeties. Können wir mal bitte kurz darauf achten, wo Marks Hand gelandet ist? Das ist ein bisschen, also ich bin bereit auch für Gay Love Island, ne? Also nächstes Jahr, wir sind bereit alle. Das hat mich jetzt gerade echt ein bisschen schockiert. Oh mein Gott.
Gott, vielleicht hat Aurelia doch noch dazu gelernt. Sie wird es nicht verstehen. Leute, sie wissen, dass es nichts wird. Bewegt mich auf jeden Fall zum Nachdenken. Dieser Zettel und die anderen 468.000 Punkte bewegen sie zum Nachdenken. Ja, der Zettel macht den Braten ja auch nicht mehr fett. Auf jeden Fall habe ich das schon wie so ein Warnschuss empfunden, diese Nachricht. Ich stelle mir gerade vor, wie Aurelia zwischen 10.000 Kanonen steht, die alle die ganze Zeit permanent rumballern und rumfeuern. Und dieser Zettel war ein Warnschuss für sie. Ja. Am nächsten Tag wird Henrik dann aber auch noch gefragt, wie er diese Zettel-Situation zwischen den beiden findet und was so seine Gefühle und Meinungen und Henrik halt sind. Oder reizt sie dich auch, sagen wir mal, körperlich, sexuell und so? Ja, das ist halt nicht so krass. Ja, alles klar. Henrik, du hast dich schon flachgelegt. Weiß der das noch? Und, oh Gott, kann das bitte jemand Aurelia sagen, damit sie immer noch nichts tut? Bitte. No fucking way. Ich habe irgendwie das Gefühl, die sind alle überrascht, dass sie eine Türklingel haben, aber ich wäre eigentlich auch überrascht, dass sie eine Türklingel haben, weil warum sollte jemals irgendjemand dort klingeln? Mark? Joshua? Und? Henrik. Ja, es gibt dort drei gepackte Taschen für Mark, Joshua und Henrik und die gehen zu einem Übernachtungsdate. Und naja, es sind drei Männer und das bedeutet Folgendes. Drei Mädels. Ja, es wird halt wieder voll... Voll Chaos. Ja. Und das wird voll geil werden. Allerdings werden wir die Granaten diese Folge leider nicht sehen. Aber dafür können wir uns auf nächste Folge freuen, dass es da endlich wieder richtig abgehen wird. Und vielleicht lernt auch Aurelia dazu, wenn Henrik wiederkommt und sagt, ich habe eine da voll weggeschnitzelt. Vielleicht auch dann nicht, immer noch nicht, wer weiß, aber vielleicht auch schon. Ja, und das war's dann auch schon mit der Folge gewesen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Schreibt mir auch gerne irgendwas in die Kommentare, weil das ist manchmal ziemlich geil. Und ansonsten hier sind ganz viele andere Sachen zum Anklicken und zum Spaß haben, wenn man draufklickt. Okay, bis dann.